So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem wundervollen Kanal hier. Ich weiß, Freunde, ich war lange inaktiv. Zwar kam letzte Woche ein Video, aber davor war wirklich Tiefenstille, wie ein Friedhof, for real. Aber nun habe ich mir gedacht, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr Content machen. Ich weiß, ich habe wenig Zeit, Freunde. Es ist nicht ganz einfach gerade. Und Hunter x Hunter ist tot. Haikyuu rührt sich irgendwie nicht von der Stelle. Zwar ist der Film jetzt schon einen Monat draußen, aber irgendwie kommt da irgendwie kein neuer Input. Das regt mich ein bisschen auf. Und deshalb bin ich halt hier an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich brauche neuen Content, ich brauche neue Sachen, die ich mache und ich brauche Zeit. Ich brauche fucking Zeit, die ich leider nicht habe. Aber ja, heute bin ich aufgestanden und dachte mir, ey, wie wichtig dir eigentlich YouTube ist, das vergisst du manchmal. Und da, Freunde, da muss ich kurz einen Real Talk machen. Ich mache jetzt schon, ey, das ist krass, ich mache über 4 Jahre YouTube schon. 4 Jahre. Und einige, die jetzt dieses Video gucken, sind von Anfang an dabei. Ich habe Zuschauer, die hatte ich schon, als ich erst 800 Abonnenten hatte. Und die erkenne ich immer noch wieder. Und ich finde das krass, denn mittlerweile sind wir fast 30.000. Und wenn ich mir das so angucke, den Kanal, dann denke ich mir, ey, das ist doch einfach Verschwendung. Nicht, weil der Kanal schon so groß ist, sondern einfach, weil du so viel Zeit investiert hast, so viel Liebe, so viel Spaß, der Kanal wirklich, das ist ein Teil meines Lebens, es hat mir so viel Energie gegeben im Alltag, alleine, es gab immer Probleme, jeder hat Probleme und dieser Kanal war wirklich wie eine Therapie manchmal für mich, als ich noch aktiver war, darum muss ich sagen, ich möchte wieder Videos machen, ich möchte wieder das Gefühl haben, dass ich viele Themen habe, dass ich immer wieder was rausballer, deshalb bin ich for real, Freunde, ey, ihr denkt euch bestimmt, oh, der Typ hat keinen Bock und so, aber nee, Freunde, ich denke gefühlt jede Woche drüber nach, was kann ich Neues machen, ich möchte irgendein neues Format haben, das ich machen kann, wo ich auch schön Zeit investieren kann, wo ich auch weiß, dass ihr drauf Bock habt, ich weiß nicht. Es muss nicht Hunter x Hunter sein, es muss kein Haikyuu sein, es kann was weiß ich sein, aber ich möchte einfach Bock darauf haben, aber das ist echt schwer, das ist echt schwer und dazu noch, ich möchte, dass es gut ankommt, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber ja, ich habe mir jetzt überlegt, einige Videos zu machen, ein paar Sachen auszuprobieren, um zu gucken, ob euch das gefällt, ob mir das gefällt und ja, gucken wir einfach. Vielleicht ist es jetzt auch nur Geschwätz, also ich werde heute auf jeden Fall durchziehen, dieses Video, wenn das Video... heute ist der 24. Wenn das Video am 25., also an einem Montag, morgen am Montag erscheint, dann wisst ihr, dass ich durchziehen werde. Dann wisst ihr es ganz genau. Aber ja, gucken wir mal, wie das Ganze aussehen wird. Vielleicht wird das Video überhaupt nicht hochgeladen oder vielleicht erst in 5 Wochen. Denn ich habe auch manchmal, Freunde, Real Talk, es gab Momente, wo ich ein Video aufgenommen habe oder 2 Videos aufgenommen habe. Vielleicht könnt ihr euch an ein paar Aussagen erinnern, wo ich gesagt habe, so Jungs, das ist die Trailer-Reaction und die Review kommt dann, ja, morgen. Und was ist, morgen ist sie nicht gekommen, sondern die ist irgendwo auf meiner Festplatte, noch nicht geschnitten, nur aufgenommen. Also, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr funny, dass man manchmal Sachen sagt und sehr motiviert ist und dann einen Tag später, keine Ahnung, eine Hand am Sack hat und denkt, ey, Das mache ich heute doch nicht. Ja, aber so sieht's momentan aus. Jetzt werden sich einige fragen, ja, was ist mit dem Haikyuu-Film? Falls was Neues kommt, was sehr, sehr informativ ist oder generell einfach eine News, so wann der in Deutschland kommt oder in Europa, dann werde ich natürlich ein Video machen. Also dann bin ich immer für euch am Start. Auch wenn ich keine Zeit habe. News, da bin ich immer am Start. Das wisst ihr auch ganz genau. Ob jetzt ein Tag zu spät, 2 Tage zu früh. Ich bin auf jeden Fall da, wenn es News gibt. Und es gibt momentan keine News, was Germany und so angeht. Deshalb, warum sage ich Germany? Was ist los mit mir? Also in Deutschland, in Hamburg, in Hannover, in Kiel, ich weiß es nicht. Das wird alles noch später released. Ist natürlich schade, weil wir nähern uns im April, also schon fast 2 Monate, bis der Film draußen ist und ja, immer noch keine Ankündigung. Ich kann mir vorstellen, dass im Oktober kommt oder so. Aber ja, was soll man da dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. Also, der kommt auf jeden Fall irgendwann. Im Sommer wäre auf jeden Fall stark, weil dann hätte ich Zeit. Und dann werde ich auch richtig Videos ballern. Ich werde es jetzt auch versuchen. Deshalb, ja. Wie geht's euch eigentlich? Guck mal, ich habe jetzt ein ganz spontanes Video gemacht. Und die Leute, die es bis zu dem Zeitpunkt geguckt haben, die...
das sind wahre Supporter, Jungs oder Mädels, die sich auch nicht ein bisschen für mich interessieren, aber doch, würde ich sagen. Also, ja, wie geht's euch? Was macht ihr so? Also, ich muss wirklich sagen, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Natürlich sehr, sehr stressig, aber ich muss sagen, das Leben läuft gerade in die richtige Richtung. Und ich würde auch sagen, dass das Leben sogar noch besser wäre, wenn ich endlich Content hätte. Natürlich, wir kommen wieder zu dem Punkt, aber es ist einfach obvious, dass ich dieses Anime-YouTube-Ding weitermachen muss, denn ich liebe es einfach, das ist meine Leidenschaft. Scheiß mal auf das Geld, es ist nicht mal viel Geld, aber ich möchte das einfach weitermachen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich eigentlich auch erwähnen wollte. Gut, dass ich diesen kleinen Smalltalk gehalten habe, weil sonst wäre ich nicht auf diesen Punkt gekommen. Ey, Freunde, ich muss wieder ein Anime gucken. Das muss langsam passieren. Denn die Leute, die mich bis länger verfolgen oder auch mal so Livestreams mitverfolgen, die wissen, dass ich echt wenig geguckt habe. Ich habe so wenig Sachen geguckt und das liegt einfach daran, dass ich ein Arschloch bin. Also ich lasse mich sehr, sehr schlecht auf neue Serien ein. Zum Beispiel Vinland Saga. Ich glaube euch alle, dass es richtig gut ist. Und ich kann mir da noch keine Meinung bilden. Ich habe nicht mal eine Folge geguckt. Ich habe die ersten 5 Sekunden geguckt und dachte mir, ah nee, Schiffe und Wikinger, darauf habe ich gerade keinen Bock. Natürlich gibt es Momente, wo ich mich auf Serien, egal was passiert, einlasse. Zum Beispiel, wenn ich am Fernseher gucke, dann gucke ich das natürlich erstmal zu Ende. Aber ich gucke halt meistens auf meinem Handy und dann mache ich es einfach aus. Und das ist das große Problem bei der Sache, generell bei Serien. Und darum, ich muss wieder ein paar Anime gucken, damit ich wieder in diesen Flow komme, dass ich vielleicht mal eine neue Serie anfange zu review oder irgendwie so. Weil ich bin dafür bekannt, dass ich Serien nehme, die nicht so bekannt sind auf YouTube und die dann ein bisschen populärer machen. War mit Hunter x Hunter so, war mit Haikyuu so. Und darauf bin ich stolz, weil das zwei Serien sind, die ich unglaublich liebe. Bei Hunter x Hunter, for real, das war einfach tot in Deutschland. Also 2000, wann war das? 2019, als ich angefangen habe. Wenn ihr wüsstet, wie Hunter x Hunter auf YouTube aussah, jetzt, Rafi hat ein Video gemacht, Kilutaku natürlich hat auch extrem viele Videos gemacht. Das muss ich sagen, Kilutaku war von Anfang an dabei, also der hat schon Hunter x Hunter Videos gemacht, als Jesus noch gekrabbelt ist. Aber ja, was ich sagen will, Hunter x Hunter war 2019 einfach tot. Es war tot, tot. Und ich war einer der Punkte, warum Hunter x Hunter auch ein bisschen populärer geworden ist. Natürlich der größte Punkt, warum Hunter x Hunter so populär geworden ist in Deutschland, ist natürlich Netflix. Also als Netflix Hunter x Hunter released hat, boah, das hat man auch auf meinem Kanal gemerkt. Es ist einfach viral gegangen, also so richtig viral. Aber ist auch normal und das macht mich auch echt extrem glücklich. Bei Haikyuu eigentlich genau dieselbe Situation. Da gab es auch nicht wirklich. Also bei Haikyuu war es richtig, richtig tot. Und dann dachte ich mir, ey, ich feiere Haikyuu. Ich habe sowieso viele Powerlevels zu Hunter x Hunter gemacht. Das macht mir Spaß zu schneiden. Dachte ich, ich mache einfach Volleyball-Haikyuu Powerlevel. Und das meine ich. Ich brauche ein Format, auf was ich Bock habe, was noch nicht auf YouTube vorhanden war. Oder einfach nicht so krass vorhanden ist. Und dann wird das. Powerlevel waren zwar vorhanden, aber zu Haikyuu überhaupt nicht. Und da habe ich eine neue Nische eröffnet quasi. Ein neues Thema. Was auch richtig, richtig gut ankam. Ey, das hat so Spaß gemacht. Freunde, es hat so Spaß gemacht, diese Powerlevel zu machen. Denn über Haikyuu hat keiner geredet. Ich war quasi der Einzige, so zu dem Zeitpunkt, natürlich, es gab auch andere YouTuber, so kleinere, aber es gab nie einen richtig großen. Und ich war der Erste, der dann so richtig Aufrufe mit Haikyuu bekommen hat. Und da dachte ich mir, ey, wie geil, du eröffnest gerade so quasi eine neue Welt vielleicht für andere und auch so, keine Ahnung, wie nennt man das, so diese Bestätigung für andere. Weil ihr kennt es doch, ihr guckt eine Serie und ihr habt Bock danach Videos zu gucken, Reviews, Power Levels, irgendwie so. Und ich war glücklich, dass ich das für einige geschafft habe. Weil ich halt auch durch mein Volleyball-Knowledge, weil ich ja selber Volleyball spiele, dass ich da auch richtig gut reinpasse in dieses Power-Level-System in Haikyuu, weil ich das Ganze auch verstehe und auch besser einschätzen kann. Genau. Also das ist super. Vielleicht kommt da noch was dazu. Aber ja. Was gibt's denn noch? Ich würde sagen, wir haben ja schon 10 Minuten geredet. Also, Alter,
das ging auch relativ schnell. Das werde ich einfach hochladen. Ganz ehrlich, Freunde, ich möchte auch ein bisschen transparent mit euch sein, einfach mal drüber quatschen. Und ja, ich habe auf jeden Fall vor, jetzt die Tage viele Videos hochzuladen. Ja, okay, ich übertreibe es nicht. Ich bin immer zu überoptimistisch. Ich werde versuchen, in dem Monat, beziehungsweise nicht in dem Monat März, sondern einfach im Laufe der nächsten 30 Tage versuchen, mehrere Videos zu machen. Ich versuch's. Ja, hoffen wir, ich schaffe das. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Gebt dem Video ein Like und ein Abo da. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.